Immer wieder höre ich, dass viele Stricker Respekt vor dem Sockenstricken haben und sich einfach nicht trauen, ihr erstes Paar anzufangen. Deswegen jetzt meine Tutorials, ein dreiteiliges Tutorial zum Stricken dieser dicken, einfachen, schnell gestrickten, kuscheligen Socken. Willkommen bei drei Teil unseres Tutorials für diese dicken Socken. Wir haben bereits im ersten Teil das Bündchen und den Schaft gestrickt, im zweiten Teil die Käppchenferse und den Fuß und nun kümmern wir uns um die Bandspitze und die Fertigstellung dieser Socke. Ich möchte meine Spitze wieder in der Kontrastfarbe stricken, deswegen schneide ich den Faden wieder ab. Solltest du deine Socke in einer Farbe stricken, dann kannst du dir diesen Schritt selbstverständlich ersparen. So, für die Spannspitze schauen wir uns mal die Konstruktion der Socke etwas genauer an. Und hierfür klappe ich mal die Nadeln ein bisschen um. Hier befinden wir uns am Unterfuß, hier wo die Ferse ist. Und das hier ist der Oberfuß. Die Abnahmen erfolgen an dieser Stelle hier. Die Anleitung gibt dir für die jeweilige Größe auch die genaue Anzahl der Maschen, die zu stricken ist. So, dann gucken wir uns das nochmal genauer an. Wir machen nämlich zwei verschiedene Abnahmen. Ich bin jetzt auf der Seite. Hier zwischen diesen beiden Nadeln auf der Seite erfolgt eine Abnahme. Und zwar beginnen wir hier mit zwei rechts zusammen und hier einem SSK. Auf der anderen Seite das gleiche. Hier zwei rechts zusammen und hier ein SSK. Ich habe für alle Techniken auch noch einmal Tutorials, die ich oben verlinken werde. Gut, wir beginnen allerdings am runden Anfang. Ich setze meine neue Farbe an. Und wir stricken jetzt die erste 7 Maschen rechts. Also wieder bis zu den letzten 3 Maschen auf dieser Nadel. Oder anders ausgedrückt, wir stricken bis auf die letzten 3 Maschen das erste Viertel. Dann stricken wir 2 rechts zusammen. Diese Masche wird rechts gestrickt. Die nächste Masche auch. Und dann erfolgt ein SSK, Slip, Slip und Knit. Jetzt haben wir hier auf der Seite in der Ecke schon 2 Maschen abgenommen. Und jetzt stricken wir den ganzen Oberfuß hier einmal glatt rechts. Das, also 3/4 der Maschen minus 3. Dann folgt wieder erst 2 rechts zusammen. Das ist eine rechts geneigte Abnahme. Eine rechts. Die nächste auch rechts. Dann kommt wieder ein SSK, das ist eine links geneigte Abnahme. Und bis zum runden Ende alle Maschen rechts. So haben wir jetzt insgesamt in dieser Runde schon 4 Maschen abgenommen. In der folgenden Runde, wir sind wieder am runden Anfang, stricken wir einfach alle Maschen rechts ab bis zum runden Ende. Ich hatte ursprünglich ja 40 Maschen auf den Nadeln. Jetzt haben wir 4 abgenommen, jetzt habe ich nur noch 36 Maschen. Geht bei so dicken Socken also ziemlich schnell mit der Maschenabnahme. So,
Und schon haben wir die zweite Runde gestrickt. Ich ziehe mir mal kurz meine Fäden ins Sockeninnere, damit die mich nicht mehr stören. So, Runde 3 ist wieder eine Abnahme, die genau gleich erfolgt. Aber wir müssen jetzt natürlich eine Masche weniger stricken, weil wir eine abgenommen haben. Das heißt nur noch 6 Maschen rechts für meine Größe, für Größe M und L ist die Maschenanzahl anders, erkennt man in der Anleitung. Also hier wieder 2 rechts zusammen, eine rechts, wieder eine rechts, ein S, S, K, Slip, Slip, Knit und rechts stricken. Ich bin wieder bei den letzten 3 Maschen. Darauf folgt 2 rechts zusammen, eine rechts, noch eine rechts und ein S, S, K. Glatt rechts bis zum runden Ende. Und man erkennt jetzt auch schon, dass sich das Ganze auf der Seite nach links neigt und auf der Seite hier nach rechts neigt. Und dann kriegen wir eben eine Bandspitze, ne? Eine runde Spitze, in dem hier die Maschen abgenommen werden. Auf die Abnahmerunde folgt auch dieses Mal wieder eine Runde glatt rechts. Ich ziehe nur meine Fäden hier ein bisschen nach. Also über alle Maschen glatt rechts stricken. Ich habe mittlerweile nur noch 32 Maschen auf den Nadeln. Nur noch 8 Maschen pro Nadel. Es geht also flott voran. Und wenn ich diese Runde hier erledigt habe, dann erzähle ich euch, wie es jetzt dann erstmal weitergeht. Die ersten 4 Runden sind gestrickt und wir machen jetzt abwechselnd so weiter. Wir stricken eine Abnahmerunde und eine Runde glatt rechts über alles drüber und enden dann mit einer Abnahmerunde, wenn wir nur noch insgesamt 20 Maschen auf den Nadeln haben, also die Hälfte der Maschenanzahl, die wir angeschlagen haben. Ich mache das mal schnell und dann treffen wir uns wieder hier. Ich bin jetzt an dem Punkt angekommen, dass ich nur noch 20 Maschen auf den Nadeln habe, nur noch 5 auf jeder Nadel. Falls du auf einem Nadelspiel stricken solltest, habe ich jetzt einen kleinen Tipp für dich. Wir verringern die Nadelanzahl, weil das sehr fiddelig ist, mit so vielen Nadeln hier zu arbeiten. Was nun folgt, die Abnahmerunde, die wir bisher gestrickt haben, stricken wir jetzt jede Runde. Nicht mehr alle 2 Runden, sondern jede Runde. Und wie wir jetzt eine Nadel losbekommen, zeige ich dir. Wir starten also wieder ganz normal, stricken bis zu den letzten 3 Maschen auf der Nadel. Es sind nur noch 2, machen dann 2 rechts zusammen. Eine rechts, die Nadel behalten wir. Jetzt kommt auch eine rechts. Ein SSK, Slip, Slip, Knit, zusammen, 1, 2. Und diese Maschen hier, die jetzt übrig bleiben, die kommen jetzt auf eine Nadel drauf, denn ich finde es einfacher, auf insgesamt 3 Nadeln zu stricken. 1, 2, 2 rechts zusammen, eine rechts. Die Nadel hier ist überflüssig, brauche ich nicht mehr, kommt weg. Eine rechts. S, S, K. Und 1, 2. Wenn du möchtest, kannst du jetzt auch die Maschen hier auf eine Nadel bringen.
Aber das ist manchmal recht streng zum Stricken, vielleicht eher für Fortgeschrittene. Der Vorteil, wenn du so strickst, ist, dass du hier auch dir die Zahlen merken kannst, die du strickst. Ich stricke eine Masche, die Zahl merke ich mir jetzt. Dann kommt mein 2 rechts zusammen. 1. 1. S, S, K. Na, jetzt geht's gar nicht. So, eine rechts. Und die eine, die ich mir gemerkt habe, weil jetzt sehe ich ja nicht mehr so genau, wo die Mitte ist, vor allem wenn man noch mehr Maschen auf den Nadeln hat. Die 1 habe ich mir gemerkt, die 1 stricke ich am Anfang. 1, 2 rechts zusammen. 1, 2, S, S. Okay. Und 1. Und schon bin ich in meiner letzten Abnahmereihe, denn mein Ziel ist es, dass ich insgesamt am Schluss nur noch 8 Maschen insgesamt habe. Und nun haben wir keine Masche mehr zu stricken. Wir beginnen gleich mit 2 rechts zusammen. Eine rechts. Ich lege jetzt die Nadel weg, die will ich nicht mehr, stricke die auch auf eine rechts und dann kommt ein S, S, K. Hier das gleiche Spiel, ich starte mit 2 rechts zusammen. Eine rechts, noch eine rechts und ein S, S. Okay. Jetzt sind wir mit dem Stricken fertig. Was wir nun machen ist, wir schnappen uns eine Schere, schneiden den Faden wieder so 20 bis 25 cm ab, fädeln ihn auf eine Stopfnadel. Ich schau mal, ich glaube, die grüne seht ihr besser. Einmal auffädeln. Und jetzt den Faden in Strickrichtung durch die verbliebenen 8 Maschen ziehen. Also so an der Stelle, an der ich eigentlich weiter stricken würde. Da legen wir los und stechen von rechts nach links in jede einzelne Masche ein, ziehen den Faden durch und lösen die Maschen von den Nadeln. Geht auch ein bisschen schneller. Kann man auch so machen. Faden durchziehen, Nadel lösen, Faden durchziehen, Nadel lösen. Wir haben unser Gestrick von den Nadeln gelöst. Nun gehe ich mal mit der Hand ins Sockeninnere, denn möchte ich die Nadel hier entgegennehmen. Ich ziehe nämlich den Faden ins Sockeninnere und schließe das Loch. Gut fest anziehen. Loch geschlossen und eure Socke ist so gut wie fertig. Schauen wir uns die Bandspitze auch noch mal an. Man sieht deutlich die Abnahmen, die wir gearbeitet haben, um eben so eine Rundung zu bekommen. Und warum es Bandspitze heißt, durch die Abnahmen, die wir gestrickt haben, entsteht hier optisch ein Band. Jetzt geht es nur noch um die Fertigstellung der Socke, das heißt das Fädenvernähen. Dafür wenden wir einmal die Socke. Wenn du nur mit einer Farbe gestrickt hast, hast du Glück, denn dann hast du nur diesen Faden hier und den Anschlagfaden zum Vernähen. Ich habe hier einige Fäden mehr zu vernähen. Und immer wenn ich eine solche Stelle habe, an der sich der alte und der neue Faden treffen, dann mache ich tatsächlich einen kleinen Knoten rein, da dadurch
tatsächlich auch eine kleine Masche entsteht. Schauen wir mal, ob ich noch eine Stelle habe, an der ich es zeigen kann. Hier fehlt etwas. Ich mache meinen Knoten. Ups, jetzt seht ihr es nicht. Upp. Habt ihr es gesehen, wie diese zusätzliche Masche jetzt hier hinzugekommen ist? Durch diesen kleinen Knoten, nur weil ich die Fadenenden eben miteinander verbinde. Hier das gleiche, hier wäre jetzt ein kleines Loch. Und ich mache es mal so, dass ihr es wirklich gut seht. Und wieder gesehen, hier die eine linke Masche und hier die nächste hinzugekommen. Ja, und dann vernähen wir die Fäden. Ein Tutorial habe ich bereits, wie man dann einen Faden im Rippenmuster vernäht. Deswegen zeige ich euch jetzt einfach mal, welche Stelle nehmen wir denn. Nehmen wir das hier an der Spitze, wie ich Fäden auf der linken Seite vernähe. Faden auf die Stopfnadel. Gestrickt deutlich anschauen. Die linken Maschen bestehen aus Huppeln, kleinen Hüten wie Regenschirme und Wellen, die so rumgeneigt sind. Und wir gehen in die daneben, in den Huppel, ziehen den Faden durch, nehmen den Huppel rechts daneben und gehen zurück in unsere Delle. Dann gehen wir in die Delle rechts daneben, in den Hubbel unten drunter, Hubbel rechts daneben und in die Welle wieder nach oben. Und das Ganze jetzt für gute 3 cm machen. Und dann ist der Faden wirklich unsichtbar vernäht. Man kann ihn auf der Vorderseite nicht sehen. Und das Einzige, was entsteht, hier ist es ein bisschen dicker, die Stelle, aber eigentlich nicht zu spüren. Und wenn ihr dann eure 3, vielleicht auch 4 cm vernäht habt, dann könnt ihr den Faden abschneiden. Und das müsst ihr jetzt bloß für alle Fäden machen, die ihr habt. Ich hoffe, es sind weniger als bei mir. Voilà, ich präsentiere die fertige Socke, alle Fäden sind vernäht und ich hoffe, du hattest Freude an diesem Tutorial vom Bündchen über den Schaft zur Ferse bis hin zur Spitze. Viel Freude beim Tragen deiner dicken Socken!